Herzlich willkommen am Freitag, dem 3. Mai, zum vorletzten Zweitliga-Heimspiel der Hertha gegen Erzgebirg Aue. Worum geht's heute? Aue braucht jeden Punkt. Sie sind noch abstiegsgefährdet und haben einen neuen Trainer. Sie wissen bereits, ein Herthaner, Falko Götz, ist der Mann, der heute Hertha ärgern möchte. Ja, Falko Götz kurz charakterisiert, er kommt bei mir eigentlich ganz gut weg. 2007 trennte man sich hier mit Hertha BSC. Er hatte sich große Ziele gesteckt, konnte sie nicht erfüllen. Unter anderem war er ja mit den Recken von Marcelinho, Simonic, Askan Dejaka, Sead Salihovic zusammen und führte dann viele Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend, dem eigenen Nachwuchs in die Bundesliga, zum Beispiel Prinz Kevin Boateng. Er trainiert jetzt das erste Mal in seinem Leben eine Zweitligamannschaft und will retten, was noch zu retten ist. Er stand eigentlich in seiner Karriere, ob nun als Spieler oder Trainer, immer für schwungvollen Fußball. Und ob es ihm gelingen mag, jetzt hier der Retter in der zweiten Liga zu sein, dann erwähnen wir doch ganz einfach nochmal ein bisher nicht geklärtes Vorkommnis bei Kiel. Da war er in der dritten Liga nach einem angeblichen Streit mit einem Spieler, den er wohl geohrfeigt haben soll, entlassen worden. Also, ehrgeizig ist der junge Mann, der liebe Falko. Und wollen wir mal schauen hier. Hertha BSC hat sich heute ja auch einiges vorgenommen. Er wurde 2007 entlassen, damals die Zeit noch mit Marcelinho, Gilberto, Simonic und, die alten verdienstvollen Recken. Und er versuchte sogar, wie Prinz Kevin Boateng, Nachwuchsspieler eben in die Bundesliga zu führen, wo die heute spielen, Askan Dejaka oder wer auch immer, Sead Salihovic, das wissen Sie hinlänglich. Er war aus meiner Sicht kein schlechter Trainer, ein bisschen vollmundig, und er hatte sich zum Ziel gesetzt, sehr hohe Ziele, einmal Nachwuchsspieler in die Bundesliga zu führen. Das ist vielen später sogar gelungen und es war nicht seine Idee. Er hat sie ein bisschen als sein Konzept verkaufen wollen. Naja, das sollte man ihm nicht übel nehmen oder nachsehen. Jedenfalls, Falko Götz ist eben heute auf der Bank. Eben nicht bei Hertha, sondern bei Erzgebirg Aue. Und die, sagte ich eingangs, brauchen jeden Punkt. Also, ob es gelingt, den Ronny zum Torschützenkönig zu machen, so wie man es prophezeit hat. Naja, man wird wahrscheinlich siegen, aber wenn ich eine Vorhersage wagen sollte, ein Schützenfest wird es nicht.